Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um unsere Wirbelsäule. Gerade in der Zeit, in der Kinder und Jugendliche im starken Wachstum sind, kann es passieren, dass sich die Wirbelsäule nach und nach verdreht. So etwas nennt man Skoliose. Da gibt es leichte Formen, da gibt es aber auch schwere Formen, die das spätere Leben deutlich beeinträchtigen. Entsprechend unterschiedlich sind die Therapien. Da gibt es die OP, da gibt es aber auch konservative Methoden und die Frage ist heute, was passt da wirklich? Bei mir zu Gast ist Dr. Sabine Harchet von der Asklepios Katharina Schroth Klinik Bad Salzungen und Oma Zaber von der Asklepios Katharina Schroth Klinik in Bad Sobernheim. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Vielen Dank. Sie beide sind ja Chefarzt jeweils in Ihrer Klinik, zuständig für die Skoliosebehandlung. Sie arbeiten viel zusammen, Sie kennen sich. Aber Herr Zaber, vielleicht sagen Sie uns erst einmal, was genau ist eigentlich eine Skoliose? Sie hatten das ja schon erwähnt mit der Rotation, aber vor allem ist es eine Abkippung der Wirbelsäule in zwei verschiedenen Ebenen mit dem Zusatz eben, dass der Wirbelkörper sich auch noch dreht. Das kann man daran erkennen, dass die Schultern in verschiedenen Höhen stehen oder das Becken zur Seite versetzt ist. Aber vor allem erkennt man das daran, wenn sich dieser Patient oder Mensch nach vorne beugt, er sieht man Erhabungen an der Wirbelsäule, die dann entsprechend die Aufmerksamkeit jeweils auf sich zeigen. Genau. Kann das jedem passieren? Es ist so, dass das Verhältnis Mädchen zu Jungs 4:1 ist. Es gibt verschiedene Formen der Skoliose. Die meisten, zu 90% idiopathische, ist nicht genau bekannt, die Ursache. Und natürlich kann es sein, dass eben jeder Mensch eine Skoliose haben kann. Ja. Aber es ist trotzdem eine seltene Erkrankung. Frau Dr. Herchet, welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn grundsätzlich, um so einer Verkrümmung der Wirbelsäule zur Seite zu begegnen? Zur Seite begegnen kann man am besten erstmal mit Krankengymnastik. In den einfacheren Stadien schreitet die Skoliose fort, insbesondere bei den Wachstumsschüben nach Beginn der Pubertät. Dann sollte man unbedingt die Krankengymnastik mit dazu nehmen. Und wenn es weiter fortschreitet, die Korsettversorgung. Erst wenn das zum Versagen führt, kommt es in seltenen Fällen auch mal dazu, dass man über eine Operation reden muss. Das betrifft aber etwa nur 1% aller Patienten, die an einer Skoliose leiden, ist also auch eine relativ seltene Therapieoption, dann allerdings mit entsprechenden, doch einschneidenden Verläufen, wo man den Patienten sehr gut begleiten muss. Dann kann man also sagen, dass das eine stufenweise Behandlung ist, die sich nach und nach dem Patienten anpasst. Kann man das so sagen? Auf alle Fälle kann man das so sagen. Je nach Schweregrad fängt man zunächst mit Krankengymnastik an. Wenn es zu einer weiteren Verschlechterung, insbesondere dann, wenn die Pubertät beginnt, kommt, muss man irgendwann dann auch über eine Korsettversorgung reden. Ja, ja. Und in seltenen Fällen, etwa bei 1% der Patienten, muss man auch dann über eine operative Versorgung reden, die dann doch ein etwas einschneidenderes Therapieoption ist, die dem Patienten ja dann das Leben lebenslang zusätzlich begleitet. Diese Patienten muss man sehr gut vorbereiten und sehr gut begleiten. Das heißt also, man fängt sozusagen klein an erst einmal. So habe ich das jetzt verstanden. Genau so ist es. Genau. Nun gibt es ja gerade bei Ihnen, bei der Therapie nach Katharina Schroth, die dreidimensionale Therapie, so nennt man das. Das klingt für einen Außenstehenden vielleicht ein kleines bisschen geheimnisvoll. Mag mir das jemand von Ihnen erklären? Ja, das ist für die meisten Patienten, wenn sie das erste Mal zu uns kommen, auch ein extremes Neuland. Es gibt viele Begriffe, die sie neu lernen müssen. Basieren tut die Katharina-Schroth-Therapie darauf, dass es über die Korrektur der einzelnen Fehlstellungen beginnend am Becken, über die Fehlstellung der Wirbelsäule und der Rippen zu einer Aufrichtung und gleichzeitig auch zu einer Derotation der Wirbelsäule kommen soll. Wir wollen dem Patienten ein neues Haltungsgefühl geben. Sie sollen wieder gerade, senkrecht durch das Leben gehen können. Und das wird bei der dreidimensionalen Therapie nach Katharina Schroth langsam erarbeitet. Und die Patienten schaffen es in der Regel auch, nach 3 bis 4 Wochen mit einem neuen Körpergefühl nach Hause zu gehen, nach der Reha. Ja, das ist ja jetzt eine ganze Menge. Also Herr Zaber, wie geht das? Ja? Ich würde es auch ergänzen, also was vor allem der Vorteil der Katharina Schroth-Therapie ist, dass man dem Patienten zeigt, dass er selbstständig was gegen die Skoliose tun kann, dass er nicht von der Skoliose praktisch übermannt wird, sondern dass man eben das Gefühl wieder bekommt,
was dagegen zu tun zu können. Ich habe das als einer der Hauptmerkmale so in der Therapie, dass man die Notwendigkeit der Selbstverantwortung, der Selbstbehandlung einfach dem Patienten sehr frühzeitig beibringt, um eben die Angst, die Sorge und auch die, den Verlauf besser zu beeinflussen. Ja, vielleicht sagen Sie noch mal, also wer entdeckt eigentlich die Skoliose, um danach gleich nochmal auf die Therapie zu kommen nach Katharina Schroth, wer entdeckt sie denn eigentlich? Das ist eine auch wirklich sehr, sehr wichtige Frage, weil es ist leider meistens so, dass es eher ein Zufallsbefund ist. Leider dann, wenn es sehr, sehr, auch sehr sichtbar ist dann auch. Es ist ja, wie Sie erwähnt haben, vor allem die Pubertät spielt eine sehr große Rolle bei den Mädchen, eben die Menage, die erste Regelblutung, da kommt es zu einem sehr starken Schub der Skoliose. Und in dieser Zeit zwischen 10 und 15 badet man das Kind nicht, zieht sich das Kind selbstständig an. Das heißt, die Eltern haben kaum Kontrolle über den Körper des Kindes, was natürlich auch selbstverständlich ist. Klar. Und da ist es so, dass die Eltern sehr stark erschrecken, wenn man dann plötzlich im Schwimmbad, im Sportunterricht plötzlich sieht, dass eine Skoliose aufgetreten ist durch diese Erhabung eben beim Vorbücken und dann auch so Schuldgefühle irgendwo entstehen könnten. Und das ist wirklich sehr schwierig zu entdecken. Es ist meistens schon vor der Pubertät da. Mhm. Und hier sollte zum Beispiel auch der Kinderarzt immer mit einbezogen werden, wenn man sehen sollte, dass Schultern anders stehen oder das Becken, wie gesagt, einfach sich anders darstellt. Also da sollte man auf jeden Fall die Untersuchungen beim Kinderarzt nutzen. Umso früher man das entdeckt, umso früher ist die Therapiemöglichkeit auch besser, um da wirklich frühzeitig da den Verlauf zu beeinflussen. Und dann gehen wir mal davon aus, man kommt denn zu Ihnen mit dem Kind zu einer Ihrer beider Kliniken und stellt sich vor. Und Sie sagen, ja, wir machen jetzt diese Therapie nach Katharina Schroth. Da haben Sie uns ja vorhin schon angedeutet, Frau Dr. Herrchen, was da so alles passieren wird. Wie läuft das jetzt? Also es läuft so ab, dass bei der Katharina-Schroth-Therapie zunächst über das Becken verschiedene Korrekturen eingeleitet werden, dass man entsprechend der einzelnen Krümmung, die der Patient hat, gezielt auf diese einzelne Krümmung eingeht, dort versucht, die Wirbelsäule aufzurichten und über Atemtechniken, dass man in das sogenannte Rippental verstärkt hineinatmet, die Rippen in der Mobilität so mitzunehmen, dass die gleichzeitig auch über ihre Verbindung zur Wirbelsäule zu einer Derotation führen, sodass die von meinem Kollegen beschriebenen Auffälligkeiten, dass da eben die Rippen ein bisschen höher stehen, dass es die Schultern unterschiedlich hoch stehen, das Becken unterschiedlich steht, dass diese Merkmale durch die aktive Therapie vom Patienten selbstständig korrigiert werden können, dass man einfach diese Veränderungen nicht mehr so sichtbar hat. Und dass eben dadurch eine gerade Haltung, ein besseres Selbstwertgefühl auch entsteht, dass man einfach nicht mehr so stigmatisiert ist, dass es nicht so deutlich auffällt und dass die auch wissen, wie kann ich das mit in den Alltag nehmen? Wie kann ich mich zu Hause am besten vor den Fernseher setzen? Wo trage ich meine Schultasche am besten? Alles das sind Sachen, die sie dann dabei lernen und die dann auch dazu führen, dass im Alltag die Korrektur möglichst lange beibehalten werden kann. Braucht es ein Korsett? Ja, ab einem gewissen Gradzahl braucht man ein Korsett, einfach weil der Patient sich nicht 24 Stunden in einer korrigierten Haltung halten kann. Man denkt ja nicht den ganzen Tag nur darüber nach, stehe ich gerade oder stehe ich nicht gerade. Das Korsett unterstützt uns einfach dabei, die Korrektur einzuhalten und es über seinen Druck macht es natürlich auch eine sehr permanente Korrektur, sodass man dann einfach auch der Krümmung etwas Dauerhaftes entgegensetzen kann, sodass es dann zu einem im besten Fall leichten Korrektur, aber auf alle Fälle zu einem Stehenbleiben der Krümmung führen kann. Ah, das wäre meine Frage. Manche sagen ja, wenn man nicht operiert, dann schiebt man ja eigentlich das Problem nur auf, dann verdreht sich die Wirbelsäule später. Andere sagen, nein, wir können das damit stoppen. Es kann durchaus sein, dass später, dass die Drehung der Wirbelsäule zum Stehen kommt. Also was stimmt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch wiederum. Die Konsorttherapie ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und man verschiebt diesen Zeitpunkt nicht nach hinten und irgendwann muss dann doch operiert werden, sondern der Ansatz muss wirklich sein, eine Operation zu vermeiden. Und das kann man durch diese Maßnahmen, die meine Kollegin auch erwähnt hat, Physiotherapie oder in der Kombination mit Korsett,
deutlich beeinflussen. Es ist wichtig, dass der Zeitpunkt stimmt, wo man die Therapie beginnt. In der Pubertät ist diese Möglichkeit viel besser gegeben. Und entsprechend ist es nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass irgendwann operiert werden muss, sondern wenn man eben rechtzeitig und auch wirklich regelmäßig das Ganze durchführt, die Chancen sehr gut stehen, die Operation zu vermeiden. Die Operation ist ja an sich auch nicht unser Feind oder eine Katastrophe, sondern die ist eine Option, die es auch in dieser Therapie gibt. So sollte das auch der Patient sehen, dass es eine Karte ist, auf seiner Seite ist, die er hoffentlich nicht ziehen muss, die er hoffentlich immer auch wirklich als letzte ziehen kann. Aber das Ziel sollte sein, die Operation eben zu vermeiden und nicht einfach nur nach hinten wegschieben. Kann es denn im Idealfall so sein, dass das therapierte Kind, der therapierte Jugendliche, dass der irgendwann vergessen kann, dass er das Problem mit der Skoliose mal hatte? Oder bedeutet es lebenslanges Gegenantrainieren letztlich? Eigentlich bedeutet es schon ein lebenslanges Gegenantrainieren, weil die Skoliose bekommen wir mit dieser Therapie nicht weg. Das muss man ganz klar sagen. Man kann sie also in ihrer Progredienz versuchen aufzuhalten. Progredienz heißt, dass es fortschreitet. Ja. Das kann man damit versuchen. Wenn die Kinder und Jugendlichen und auch die Eltern gut mitarbeiten, ist das eine sehr gute Chance. Aber man muss ganz klar sagen, die Skoliose wird sie ein Leben lang begleiten. Natürlich entsprechend der Gradzahl, die am Ende des Wachstums entstanden ist, mehr oder weniger schwer im Laufe des Lebens. Ja, nun wird der Mensch ja, wenn er älter wird, immer steifer. Das heißt ja dann auch, dass da eventuell die Skoliose am Ende noch mal mehr Schwierigkeiten machen kann, so mit über 50 vielleicht? Ja, insbesondere ist es ja auch da, dass sie sehr früh damit beginnen, damit man eben in diesem etwas höheren Alter besser damit zurechtkommt. Im höheren Alter geht es ja auch nicht mehr darum, den Patienten wirklich gerade zu bekommen, sondern dass er seine Funktionen wie Atmung, wie der Blutdruck, wie die Schmerzen gut beeinflussen kann. Und umso früher er damit beginnt, umso selbstverständlicher wird das. Also Frau Dr. Herrschert hat das genau erklärt, das ist eigentlich eine lebenslange Therapie, aber das ist auch der Vorteil unserer Rehabilitationskliniken, dass man das Verständnis dafür weckt. Es wird zur Selbstverständlichkeit. Es ist nicht so, dass man ständig über die Skoliose nachdenken muss, sondern sie ist Bestandteil des Lebens und zwar zu einem normalen Leben. Sie können beruflich ihren Werdegang haben, sie können ihre Kinder bekommen, sie können ihre Hobbys durchführen. Man ist kein behinderter Mensch, sondern durchaus eingeschränkt, aber mit Sicherheit noch gut zu beeinflussen. Und auch, was erwähnt worden ist, das Selbstwertgefühl, das ist ganz wichtig, wenn Sie in diesen Rehabilitationseinrichtungen sind. Man hat nicht das Gefühl, dass man allein damit belassen wird, sondern es ist eine Gemeinschaft, die sich dadurch so entsteht. Und auch das hat viele, viele Vorteile, gerade für die Jugendlichen. Wie lange sind denn die bei Ihnen in der Klinik? Das ist relativ unterschiedlich. Meistens sind es 3 bis 4 Wochen, in seltenen Fällen bei den Kindern auch mal 6 Wochen, aber eher seltener, also schon 3 bis 4 Wochen. Diese 3 bis 4 Wochen genügen aber auch, um die Basis zu legen, um diese Therapie zu erlernen, die man dann zu Hause sehr konsequent fortführen sollte, unter Begleitung eines Physiotherapeuten, der die entsprechende Ausbildung hat, der einfach kontrollieren kann, schleichen sich im Laufe des Übens wieder Fehler ein. Gerade im Wachstum, wenn sich die Verhältnisse, doch Längenverhältnisse, auch Breitenverhältnisse etwas ändern, dass man dann einfach nochmal nachkorrigieren kann, dass die Übungen korrekt ausgeführt werden. Daran, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann also nicht zusätzlich vielleicht in die falsche Richtung übt oder irgendetwas, was wichtig ist, außer Acht lässt, weil man es einfach vergessen hat oder weil es sich plötzlich eben für einen anders anfühlt, weil man gewachsen ist. Und deswegen ist es wichtig, deswegen ist es auch wichtig, gerade im Wachstum, solche Rehabilitationen einfach zu wiederholen, um immer wieder auch eine neue Motivation zu bekommen, vielleicht neue Freundschaften zu schließen, neue Bekannte auch in der Umgebung kennenzulernen, dass man sich einfach austauschen kann, dass man halt nicht alleine ist mit dieser Erkrankung. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.